Autorin ist einer der großen Sega-Klassiker und die Serie hat heute immer noch einen sehr guten Ruf. Das musste der Hersteller natürlich ausschlachten und so gab es einen Ableger für fast jede seiner Konsolen, so auch auf den Handheld Game Gear. Aber packt das System das? Wie spielt sich die Version? Lasst uns zusammen reinschauen, was taugt Autorin für den Game Gear heute noch? Autorin erschien zuerst 1986 in den Spielhallen und wurde wie angesprochen seitdem auf diverse Systeme portiert. Im Prinzip kann man sagen, dass es auf alle gängigen Systeme der Zeit erschien, abgesehen von den Nintendo-Konsolen natürlich. Die Game Gear-Variante erschien 1991 und war somit eine der späteren Portierungen. Entwickelt wurde es von Sanritsu und wurde natürlich von Sega selbst veröffentlicht. Naja, ich glaube, ich muss kein von euch erzählen, was OutRun im Kern ist, aber tu es natürlich trotzdem. Es ist ein Rennspiel, das ihr aus der Rückenperspektive spielt. Ihr heizt mit eurem roten 80er Jahre Ferrari diverse Streckenabschnitte entlang und versucht eine möglichst gute Zeit einzuheimsen. Aber fangen wir mal von vorne an. Als Einzelspieler gibt es zwei Modi. Einmal das normale Rennen und ein Rennen gegen den Computergegner. Grundsätzlich könnt ihr bei jedem Rennmodi zwischen einer automatischen und einer manuellen Schaltung auswählen. Ich habe immer die Automatik genommen, weil die einfach bequemer ist. Die Rennen gegen den Computer gestalten sich dabei relativ simpel. Ihr wählt euch eine Strecke aus und schon geht das Rennen los. Ziel ist es dabei, vor eurem Kontrahenten im Ziel zu sein. Der Modus ist okay, aber in der Hinsicht nichts Besonderes. Der Kennspielmodus ist allerdings das normale Rennen. Hier habt ihr keine direkten Gegner und fahrt gegen die Zeit. Dabei müsst ihr natürlich auf den Verkehr achten und anderen Wagen ausweichen. Tut ihr das nicht, crasht ihr und es vergeht etwas Zeit, nach der ihr dann wieder losfahren könnt. Ähnlich sieht es mit den Kurven aus, die sich aber glücklicherweise immer durch Schilder vorher ankündigen. Fahrt ihr zu schnell, fliegt ihr heraus. Und das ist dann quasi eine Zeitstrafe. Ein großes Kernelement der Serie hat es zum Glück auch in das Spiel geschafft. Wenn ihr einen Streckenabschnitt beendet habt, könnt ihr immer aus zwei nachfolgenden Varianten auswählen. Und das ganz einfach, indem ihr entweder nach links oder nach rechts fahrt. So entsteht quasi ein Streckenabschnitt Baumdiagramm und keine Runde spielt sich wie die andere. Die Abschnitte unterscheiden sich dabei natürlich nicht nur optisch, sondern auch spielerisch und so sind sie schon immer etwas kurviger zu fahren. In jedem Spieldurchgang durchfahrt ihr auf diese Weise immer 5 verschiedene Strecken. Zusammengefasst erwartet euch hier ein einfaches, aber abwechslungsreiches und spaßiges Rennspiel, das allerdings nicht so sehr in die Tiefe geht. Die Grafik ist für das System sehr gut gelungen. Alles läuft jederzeit flüssig und das Geschwindigkeitsgefühl, das kommt echt gut herüber. Und das ist ja fast das Wichtigste bei einem Rennspiel. Auch die Streckenabschnitte unterscheiden sich optisch sehr schön. Hier wurde einiges aus dem System herausgeholt. Das Sound steht ebenso wie die grafische Leistung sehr gut da. Er passt perfekt zum Spiel und treibt euch immer wieder voran. Was taugt OutRun für den Game Gear also heute noch? Ganz klar sind andere Versionen natürlich teilweise technisch überlegen und wenn ihr die Auswahl habt, ist die originale Arcade-Version wohl die beste. Wenn ihr das Spiel auf einen Handheld zocken wollt, könnt ihr hier aber auf jeden Fall zugreifen. Das Spiel zeigt, was der Game Gear alles drauf hatte und alle Kernspielelemente sind drin und alles läuft jederzeit flüssig und gut von der Hand. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu OutRun für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.